Hallo zusammen. Wie versprochen melde ich mich mit dem letzten Video dieses Jahres in weihnachtlicher Atmosphäre. Ich befinde mich gerade an einem der vielen Weihnachtsbäume, die wir hier im Deutschen Bundestag aufgestellt haben. Und ganz genau bin ich im Jakob-Kaiser-Haus im Übergang direkt auch zum Reichstag. Ja, das letzte Wochenvideo in diesem Jahr und ich fange erstmal an, was wir diese Woche getan haben. Die war nämlich noch ziemlich voll, das hätte man so vielleicht gar nicht erwartet. Wir hatten gleich zu Beginn einen Kongress der jungen Gruppe und zwar einen Fraktionskongress mit über 200 Teilnehmern. Ich war dort Moderator des Panels, wo es um die Frage 5G und Sicherheit unserer zukünftigen Mobilfunknetze ging. Da wurde auch ganz gut diskutiert. Ich denke, es war recht ausgewogen. Ihr habt das vielleicht auch auf meiner Facebook-Seite schon gesehen und das war natürlich ziemlich interessant. Gleich im Anschluss ging es zurück nach Halle. Da hatten wir nämlich die Weihnachtsfeier unserer Stadtratsfraktion. Ich gehöre ja noch der Stadtratsfraktion an und ich versuche es immer, wenn es möglich ist, auch an den Sitzungen teilzunehmen. Dann gucke ich auf meinen schlauen Zettel. Ja, wir hatten Thema 5G wieder sehr breit diskutiert. Wir haben ja dann eine Initiative auf den Weg gebracht. Es gibt jetzt einen Antrag. Da gab es, ich glaube, allein in dieser Woche 5 verschiedene Treffen. Unter anderem natürlich auch mit Ralf Brinkhaus, unserem Fraktionsvorsitzenden. Gerade heute nochmal, wo wir jetzt versuchen, die unterschiedlichen Stränge zusammenzuführen und in einen gemeinsamen Antrag zu überführen. Wir hatten Dienstag die Weihnachtsfeier unserer Bundestagsfraktion, also die Woche der Weihnachtsfeiern. Und daher gab es sich dann sogar, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem persönlichen Gespräch zu mir kam. Und wir haben dann eine Dreiviertelstunde lang hart diskutiert, wie wir bei der Frage des 5G-Ausbaus weiter vorankommen und wie wir das möglichst auch sicher gestalten können. Ergebnis war, dass wir jetzt nochmal einen Gesprächstermin im Januar zusammen haben werden im Kanzleramt, im ganz kleinen Kreis. Da muss ich euch sagen, das ist auch für mich so als noch nach wie vor zumindest gefühlt junger Abgeordneter etwas ziemlich Besonderes. Ja, ziemlich besonders ist auch das Thema, das Schwerpunktthema unseres Videos heute, denn das ist ein kleiner Jahresrückblick. Wir haben im Jahr 2019 echt viele Themen auf der Agenda gehabt, viele große Themen. Wir hatten die Europawahl, es ging um die Frage des Klimaschutzes, was uns das ganze Jahr beschäftigt hat. Trauriges Highlight, wobei in den Highlight ist völlig der falsche Begriff, trauriges Event, was mir sehr lange noch in Erinnerung bleiben wird, ist natürlich der Terroranschlag in Halle, der mich persönlich auch sehr bewegt hat und vor allen Dingen auch die Ergebnisse drumherum. Ja. Dann hier im Deutschen Bundestag war es natürlich nicht weniger spannend. Ich habe insgesamt, wir haben es mal gezählt, 17 Mal gesprochen und das zu unterschiedlichsten Themen natürlich. Und dann gucke ich drauf, wir haben das unsere Cyberagentur in diesem Jahr auf den Weg gebracht, die jetzt im Januar nächsten Jahres dann auch endlich in Halle gegründet werden kann. Wir sind in unterschiedlichsten Debatten immer wieder verfangen gewesen und wir haben gemerkt, die Stimmung hier im Bundestag ist doch sehr, manchmal sehr aufgeheizt, sehr emotional, teilweise auch sehr ideologisch und ich würde mir für das nächste Jahr einfach wünschen, dass wir die Debatten wieder ein bisschen mehr auf die Sachebene runterbringen, ein bisschen mehr über Fakten diskutieren und das, was wir erreicht haben, auch, sage ich mal, positiv verkaufen. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende des heutigen Videos. Dieses Mal ist der Ausblick einfach ganz bescheiden, denn wir haben Weihnachten, das vor der Tür steht. Ich wünsche euch dafür eure Familien natürlich besinnliche Stunden, ruhige Stunden, einfach auch tolle Momente. Es geht nicht immer nur um das Schenken, sondern auch um die Zeit, die man miteinander verbringt. Also versucht da wirklich möglichst viel rauszuholen. Und ein Wochenvideo wäre kein Wochenvideo, wenn es nicht ein Funfact geben würde. Und das ist natürlich in dieses Mal mit weihnachtlichem Bezug. Und da gucke ich wieder auf meinen schlauen Zettel. Und zwar, in diesem Jahr wurden über 144 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner produziert und in den Umlauf gebracht. Und dazu passt dann auch der Funfact. Und zwar, durchschnittlich nimmt jeder Deutsche im Weihnachtsfest zu ungefähr 370 Gramm zu. Also das sprichwörtliche Hüftgold. Ich würde mir für euch wünschen, dass es vielleicht ein bisschen weniger wird. Und wenn es ein bisschen mehr wird, dass es spätestens im nächsten Wochenupdate, dann im Januar 2020, dass das Hüftgold dann wieder runter ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wirklich alles Gute, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Jahr.